Willkommen zu einer neuen Runde Let's Noob League of Legends. Ja, ich spiele immer noch als Let's Noob hier League of Legends, weil ich immer noch keine Ahnung habe von dem ganzen Spiel, beziehungsweise so ein bisschen Ahnung habe ich ja, ne? Und ist aber nicht wirklich viel und nicht nennenswert. Deswegen bin ich ein Noob und deswegen ist dies ein Let's Noob. So viel zur Erklärung für die, die es noch nicht kennen sollten. So, es ist wieder eine neue kostenlose Woche hier, also neue Auswahl an kostenlosen Helden und so weiter und so fort. Und heute habe ich mich für Garen entschieden. Ja Mensch, ne? So ein Charakter, den ich eigentlich nicht mag. Ich weiß gar nicht warum. Und dann schauen wir doch mal, ob wir mit den Garen hier heute irgendwas reißen können. Es ist auch heute mal wieder mitten in der Nacht, wo wir aufnehmen. Und ja, bisher hatte ich ja immer Glück mit den Nachtaufnahmen, dass ich da meistens gewonnen habe. Meistens, nicht immer, aber meistens. Gut. Warten wir noch, bis die anderen beiden Deppen hier zu Ende geladen haben und dann geht das auch schon gleich los. Hoffentlich. Mal gucken. Abwarten. Tee trinken. Oder einen Kakao. Kakao. Ich mag Kakao. Aber es tut nichts zum Thema. Egal. Das könnt ihr jetzt mal schneller laden hier. Der Jax hier. Lad mal, ey. Ey, tu mal laden. Wir haben fast alle auf beiden Seiten die gleichen Helden. Der einzige Unterschied ist hier einmal der Mordekaiser und hier die Anivia. Oder der Anivia, ich habe keine Ahnung. Wie immer habe ich keine Ahnung. Aber das wisst ihr ja schon. Und wenn nicht, da habt ihr es bis jetzt mindestens mitgekriegt. Gleich hat das geschafft. Also diesmal haben wir ja schon mal wiederum einen Vorteil zum letzten Mal. Beim letzten Mal waren wir ja 4 gegen 5, weil der eine da irgendwie ein Disconnect hatte und es war von vorne hin zum Scheitern verurteilt. Da mal gucken, ob wir dieses Mal irgendwie besser dran sind. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es. Wäre ja auch schön, weil heute ist ja quasi die vorerst letzte Folge von League of Legends, weil nächste Woche wollte ich mich eigentlich eher an Dota 2 rantrauen, weil ich von Dota 2 ein bisschen mehr Ahnung habe als von League of Legends und es mir persönlich auch ein bisschen besser gefällt. Und ja, deswegen wollte ich dann League of Legends erstmal eine Zeit lang zur Seite legen sozusagen. Heißt nicht, dass ich darauf nie wieder zugreifen werde, aber zumindest eine Zeit lang nicht. Was? Warum kommen da oben jetzt Tipps? Das ist ja was ganz Neues. Also für mich zumindest. So, die Laufstiefel kaufe ich mir nicht als erstes. Ich kaufe mir am ersten Schaden. Moa Schaden. Ja, komm, nehmen wir doch mal das hier. Und bauen da demnächst mal diese komischen Klauen aus. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal nach oben. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Du mich auch, du scheiß Ansagetuse. Kauf dir mal Motivation. Ist doch wahr, so wie so demotiviert, wie die das sagt. Also, willkommen. Das ist ja so, wie wenn ich hier so ein Let's Play ankündige. Willkommen zurück zu Bipapo und, keine Ahnung. Ne? Fast genauso motiviert, aber nur fast. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Yay. Folgen wir mal dem Mordeking hier. Hieß der Mordeking? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube ja. Na egal. Ab ins Gebüsch. Und dann mal warten. Vielleicht kommen die anderen auch hinzu, vielleicht aber auch nicht. Ah, guck mal, da ist der erste Depp. Ey. Ist doch nicht wahr hier. Hab ich vergessen, was ich für eine Attacke hab hier. Das war nur, ne? Ja, dass wir schneller laufen können und so. Stimmt, aber was? Ja, ist ja gut. Attackier mich doch hier nicht so gleich. Und der Mordeking hier, der kann auch mal, ne? Genau, verrecke. Also nicht der hier, ne? Aber der andere. Was haben wir denn hier? Ach, ich regeneriere Leben da. Sowas aber auch. Ist ja interessant, weil ich alles für Nebeneffekte habe. Finde ich äußerst nett. Zum Schutz unseres Landes. Jaja, zum Schutz deines Landes, du mich auch. Was hast denn du für ein Land, das du beschützen willst? Ah. Was ist das eigentlich für eine Attacke mit dem Rumdrehen? Ist das das? Ja, bestimmt.
So, ich halte uns mal hier so ein bisschen hoch. Einfach weil es ist noch am Anfang und so. Das ist auch noch ziemlich egal, aber ich habe es jetzt mal gemacht. Er macht es auch, sehr schön. Ja, ist ja gut. Ja, skill ich das auch mal. Und dann mache ich hier mal so. Und ich habe nichts getroffen. Das gibt's doch nicht. Sowas kann auch nur ich. So, dies mit dem Nix treffen und so. Ich habe keine Mana-Anzeige, ist das richtig? Wozu ist denn die zweite Leiste? Ist das echt so, dass der keinen Mana hat? Wie lame ist das denn? Ehrlich mal. Ah, leck mich. Ich gehe da mal. Ich sagte, ich gehe da mal. Shit. Ich brauche Hilfe. Ich brauche verdammt nochmal Hilfe. Ich bin schon wieder fast tot. Das gibt's doch nicht. Ah, wir haben gerade so überlebt. Kaufen wir uns hier das Zeug. Und haben ein bisschen mehr Rüstung. Ist auch nicht verkehrt. Können wir daraus das machen und daraus dann, keine Ahnung. Okay, das klingt gut. Erstes Blut. Yay, wir haben einen Kill. Ich zeige euch, was ich habe. Wollte schon sagen, hat die sich selbst gekillt, ne? Aber, nee. War einfach nur nochmal derselbe Charakter. Dann ist er gut. Okay. Und wir haben schon ganze zwei Vasallen getötet. Wow. Es ist doch nicht wahr. Ich zeige mich heute einfach wieder von meiner besten Seite. Von meiner ganz besten. Er tötet ihn doch nicht. Nein, du Schwein. Ich war nicht schnell genug. Ich konnte ihn nicht rächen. Oder beschützen. Rächen tue ich ihn ja sowieso nicht. Nicht bei meinem Skill. Ja, lauf doch nicht rein. Du Depp. Ist doch nicht wahr. So. Geht mir aus dem Weg hier. Ah, sie kommt von überall, wie immer. Ich könnte kotzen. Ja, das ist. Weißt du, brüllt er erst rum und drei Stunden später dreht er sich im Kreis wie im Kreise. Hoch. Da haben sie aber Schaden bekommen von dem Mordeking da. Jetzt können wir das nochmal, dann machen wir ein bisschen mehr Schaden damit, das ist gut. Ja, Alter, schieß mich nicht in den Rücken. So. Ich würde gerne schießen können, aber ich glaube, mein Schwert kann ich ihn nicht an den Kopf werfen. Ne? In World of Warcraft würde es gehen. Wir spielen ja nicht World of Warcraft. Auch wenn sie das schon Leute gewünscht haben. Hier, ich halte euch auf, ich halte euch auf. Yay, und das wird mein Tod sein. Oh. Aber sie haben wenigstens den anderen nicht getötet. Das ist gut. Ich habe ihn gerettet. Und er dankt es mir nicht mal. Er dankt es mir nicht. Ich fühle mich gemobbt. Egal, passiert. So, kann ich vielleicht noch was kaufen? Irgendwie was mit Rüstung wäre nicht verkehrt. Stoffrüstung, was kann ich daraus alles machen? Einiges. Mach ich doch immer die Stoffrüstung. Und später schauen wir mal, was wir daraus dann schönes basteln. Da machen wir dann bestimmt schön viele Origami-Kunst mit. Wenn es irgendwann mal soweit ist. Okay. Zurück ins Gefecht. Voller Tatendrang und hochmotiviert, wie immer. Na, Take, lauf da rein, du Depp. Okay, hat er gemacht. So, den hier. Sehr schön. Level up. Was ist das hier? 20% zusätzliche Rüstung auf Magier. Aha. Okay. Was denn hier alles für Fähigkeiten hat? Meine Güte, Kamina ist ja von Schwierigkeitsgrad her ein eher einfacher Charakter ist und dass den so viele immer benutzen. Das hat schon so seine Gründe, sag ich mal. Ist halt schon irgendwie ein Kacknu-Charakter, ne? Wenn er so ein Schild hat, er hat dann erhöhte Rüstung und kann sich hier wie so ein Wilder im Kreis drehen.
Kann schnell weglaufen. Und was haben wir hier? Ah ja. Okay. Also ist total... Naja. Oh toll, ich fahr kurz irgendein Viech. Ist ja großartig. So. Benutze das hier auf die Deppen, weil ich auf die anderen noch nicht rankomme und weil im Moment ist es sowieso noch egal. Er steht eine halbe Stunde rum und lässt sich erstmal erschießen von dem Depp. Da frage ich mich auch so, hallo? Geht's noch? Hast du einen Arsch offen oder was? Und jetzt einfach rein hier, einfach rein, einfach Schaden, kein Schaden, verdammt. So, heile ich uns hier nochmal hoch, genau. Einfach weil ich es kann. Du hier, geh weg. Ich bekomme Schaden, Schaden. Ist aber Schaden. 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 Teleport, 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 Teleport. Nicht? Oh, jetzt haben sie den Mordeking schon wieder getötet. Das können sie doch nicht tun. Es kommen dann zwei Tode von ihm und einer von mir. Das ist gar nicht auffällig. Nein. So, Stoffrüstung habe ich gekauft. Jetzt könnte ich hier 50... Ja, das ist doch nicht verkehrt. Ja. Komm, kaufen wir. Und dann können wir daraus später entweder das oder das. Aber da wir keine Mana haben, macht das hier mehr Sinn. Immer weiter. Okay, dokili, dann gehen wir mal. Wieder auf ins Getümme und zurück ins Gefecht. Wieso sind da jetzt eigentlich drei Helden? Ich finde das nicht okay. Ich finde das echt nicht okay. Wo ist der andere? Folge mir doch mal bitte. Sei doch in meiner Nähe. Oder auch nicht. Attacke! Das war viel zu früh, aber es ist mir egal. Okay. Ohne Verzögerung. Einfach weg hier. Gleich haben wir wieder ein Level up. Sag ich doch. Jetzt geben wir mal das hier. Unsere schöne Ulti. Könnten wir benutzen, aber ich lasse es. Weil es sich im Moment noch nicht lohnt. So, ich gehe da mal, ne? Also, das kann ich gut so abhauen und verpissen. Wenn ich sonst nichts kann, das kann ich. Okay. Einfach immer schön draufkloppen hier, als wären sie nicht da und so. Das ist, ja, Alter, springen die auf mich rum, ja? Ja, schade. Doch, doch, wow. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie konnte ich den denn bitte schon so einfach töten? Ach so, ja, weil ich einen Kacknub-Charakter habe. Stimmt, ja, war ja was. Ich habe einen Kill. Oh mein Gott. Ich freue mich immer wieder, wenn ich einen Kill habe. Ich weiß, andere machen sowas mit den Fingerstippen, ne? Gerade wenn sie hier in so einem Public Game sich alle einstellen als, ne? Gäbe es keinen Morgen sozusagen. Aber trotzdem, für mich ist das immer noch ein Highlight. Hingerichtet. Zu euren Diensten. Jetzt auf deren Turm. Turm. Attacke. Ja, ich habe ein bisschen Schaden drauf gemacht. Wow. Ich mache immer so ein Schild, einfach weil es cool ist und so. Was gebracht hat, weiß ich nicht, ne? Aber ich hab's gemacht. Wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. So, wir machen gerade viel Schaden auf den Dingens. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, und jetzt sollten wir uns zurückziehen. Die nächste Welle warten. Das ist die perfekte Welle. Lalalalalala und so weiter. Ach ja. Schon voll retro das Lied. Ich bin so alt. Ich bin so alt. Ich weiß gar nicht, von wann ist das? 2006 oder so? Ah, geh weg. Geh weg. Weg. Oh, leck mich doch.
Ist doch nicht wahr. Hier, das kann ich auch. Siehst du? Was bringt es mir? Nichts. Ja, sinnloses auf drauf eingekloppe hier. Ja, genau, ey, das ist so das sinnloseste Battle hier, was es gibt. Ehrlich. Na gut, vielleicht gibt es noch ein bisschen sinnfreiere. Aber ich finde das jetzt schon ziemlich krass. Das ist aber auch ein krasser Charakter, weißt du, er hat eine Regeneration, er hat ein Schild, er hat so einen Flächeneffekt, er hat eine krasse Ulti und er kann schnell weglaufen. Ganz ehrlich. Kein Wunder, dass den so viele Leute immer nehmen. Das ist jetzt für mich so das zweite Mal, dass ich den nehme, aber das erste Mal, dass ich ihn verstehe. Aber damals war es so der erste Charakter oder sowas, den ich so im öffentlichen Spielbahn benutzt habe. Ich weiß gar nicht warum. Nee, es war gar nicht der erste. Jedenfalls einer von denen, weißt du, wo ich mir dann auch dachte so. Ja, ich glaube eher so war das, dass es, da ich gesehen habe, der benutzen viele. Benutze den auch mal. Vielleicht ist er irgendwie toll und ich fand den irgendwie gar nicht so toll. Und ich finde den immer noch nicht so toll. Vor allem nicht, wenn mich hier jemand mit dem Namen Dildo King angreift hier. Ist gar nicht so toll. Nee, nee. Könnt hier Hilfe gebrauchen. Und wieso ist der da unten AFK? Das ist... Ach, schon wieder ein 4 gegen 5 Spiel. Ich fühle mich echt verarscht. Ehrlich. Auch nur ganz dezent. Weißt du, letztens schon so ein Spiel gehabt? Weißt du, 4 gegen 5? Natürlich bin ich immer in dem Team mit dem 4. Und, ehrlich. Es läuft zurzeit einfach nicht super hier. Aber okay. Alter, aufs Maul. Maul halten. Ich gehe da mal, ne? Und dann laufe ich mal schneller, weil ich es kann. Mal sehen, ob es irgendwas bringt. Ich mache hier noch so ein Schild. Ja, ich ziehe mich ja schon zurück. Mehr als zurückziehen kann ich nicht. Den hier würde ich gerne töten, einfach weil ich es könnte. So, da fehlt noch ein bisschen was für. Aber wir können das hier schon mal kaufen. Brauchen wir noch ein bisschen Gold, dann hätten wir auch das finale Ding. Gut. Zurück ins Getümmel. Ich gehe da mal. Der hier macht das schon irgendwie. Er ist einfach total OP oder er kann seinen Charakter zumindest spielen. Und er hat so einen komischen Schmetterling hinter sich herfliegen. Na, das ist ja super. Wer deren echt tot und verderben bringt, dann weiß ich auch nicht. Der hat auch so einen komischen Schmetterling. Hm. Gibt es da eine Verbindung? Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, der Sieg wartet draußen. Vor der Tür. Und lässt mich nicht rein. Hä? Klingt verkehrt. Egal. Attacke! Wo sollen wir jetzt in die Mitte hin? Auf den Dildo King. Das ist aber auch hier, ne? Bester Username ever. Dildo King. Da erkennst du gleich, dass dahinter so ein Kitty sitzt. Denkt sich so, der Name ist witzig. Nicht. Ohne Verzögerung. Weißt du, gegen die anderen Namen hier habe ich ja nicht mal irgendwie großartig etwas. Aber Dildo klingt gar nicht. Aha, und dieses komische Drehen hier, dieser Klingenwirbel bringt auf den Turm echt nichts. Aber wieso tun das denn immer so viele, die den Garen spielen und machen das dann immer? Stellen sich daneben und machen dann den Dickens. Weil sie glauben, sie machen damit Schaden oder einfach, weil sie es nicht wissen? Ich kann den nicht angreifen im Moment. Ich muss warten, bis die näher rankommen.
Hey, hat er mich aber verlangsamt? Ist doch nicht wahr. Ah, ich muss hier raus. Ah, shit. Ich geh da mal, ne? Irgendwie, oder ich versteck mich hier irgendwo. Ja, super. Okay, sie ziehen sich zu weit zurück, sonst hätte ich da jetzt mal eine Ulti drauf gemacht auf den einen. Da das jetzt aber auch wieder knickbar ist, ist das scheiße. Das ist ziemlich scheiße und es gefällt mir nicht. Ich mag nicht, wenn etwas so scheiße ist. Ah, kommt der Eisvogel wieder. Ja genau, nutze einen Flächeneffekt für den Scheiß. Verzauber mich, du Arsch. Ist doch nicht wahr. Ich lauf da mal und oder verrecke, ne? Hier rein und dann Teleport. Nein! Was machst du denn hier, du Arsch? Das finde ich nicht okay. Hab ich nicht gesehen. Hab auch nicht gesehen, dass er markiert wurde. Ist natürlich schlecht. Ja, wir haben mehr Kills als die und die sind zu fünf. So, jetzt aber Teleport. Okay. Yay, bin wieder zu Hause. Hallo zu Hause. Hallo, Mamu. So. Aber das haben wir hier so dallig. Jetzt müssen wir nur noch Schaden machen. Na, gehst du wohl nach da oben hin? Da sind so viele Vasallen, die müssen wir erstmal vernichten. Bisschen so die Lane pushen hier. Irgendwie. Lauf mal ein bisschen schneller, genau. Ja, muss natürlich jetzt der Eisvogel hier kommen. Alter, geh mir nicht auf Kekse hier. Das sind meine Kekse. Fürchtet euch nicht. Ich bin zur Stelle. Ja, du mich auch mit Irasia. Ich Irasia deine Vasallen hier, das war's aber schon. So. Ihn hier, weil er so wenig Leben hat. Verrecke. Verrecke du erst recht und ich muss weg. Schon so spät, ey. Da muss ich jetzt mal weglaufen. So, jetzt verrecke ich schon wieder. Das geht nicht. Kann man doch nicht machen hier. Sie kommen zu nah an unsere Base. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir echt überhaupt und gar nicht. So, was kaufen wir denn jetzt, was irgendwie Schaden macht? Vielleicht was mit Angriffstempo? Klingt doch nicht verkehrt. Fürs Erste. Gehen wir nochmal in die Mitte hin. Hey, sie haben noch einen gekillt. Das ist gut. Im Moment haben wir noch doppelt so viele Kills wie die. Mal sehen, wie lange das jetzt anhält. Ich zeige euch, was ich habe. Ja, dann zeige doch, was du hast. Nee, tu nicht. Tu's nicht. Nee. Yay, ein Turm ist down. Turm down, turn down. Immer weiter. Ein Verbündeter wurde getötet. Wie schlecht, wenn ein Verbündeter getötet wird. Warte, ich gehe hier lang. Nur sicherheitshalber, nicht, dass er hier durch den Wald kommen wollte. Wollte er sowieso nicht, aber es geht ums Prinzip. Einfach mal einen möglichen Weg abschneiden. Siehst du, und da läuft nämlich der andere. Aber ob ich den erwische und werde ich instand halten, das ist so eine Frage. Fürchtet euch nicht, ich bin zur Stelle. Na, wo ist er jetzt? Ach, er ist da oben schon. Das ist natürlich schlecht.
Team hat einen Turm zerstört. Yay, Turm zerstört. Ja, verzieh dich, du scheiß Kackspun. Ich gehe dann auch mal, ne? Ich mach dann lieber hier sowas, irgendwas, was ich kann. Es scheint auch so ein Charakter zu sein, weißt du, er hat nichts großartig da manchmal so Leuten entgegenzusetzen, wenn er nicht rankommt. Vielleicht sollte ich einfach mal Schuhe kaufen. Und Ulti-Skillen. Oder einfach nur Lanes pushen. Bekämpft die Ehrlosigkeit. Ja, ja, bin dabei. Einfach Schaden auf den Turm machen oder so, oder vielleicht hier gleich Ulti drauf. Ja, hat jetzt zwar nicht so viel gebracht. Oh Gott. Das war zu viel Schaden. Das geht gar nicht. Na gut. Dann erstmal auf einen Respawn warten. Ich gehe da mal kurz AFK, ne? Trinken Kakao. Und komme dann gleich wieder. Oder nicht. Weil vielleicht gleich was Unvorhergesehenes passiert oder so. Ich habe keine Ahnung. Habe ich dem Turm jetzt eigentlich Schaden gemacht? Oder kann ich das überhaupt sehen? Ich kann es natürlich nicht sehen. Wieso denn auch? So. Erstmal diese Dinger hier. Habe ich einmal mehr Lauftempo und auch mehr Angriffstempo. Beides in einem sozusagen. Ja, verwandibus du mich auch, ey. Wollte süß sein und knuffig, ja? Ist nicht. Lauf schneller! Lauf schneller! So, solange mich hier keiner angreift, bin ich in Sicherheit. Kann hier ein bisschen Erfahrungspunkte grinden und ähnliches. Und Gold. Also zum Goldfarm ist der ja auch echt super. Wenn er in Ruhe gelassen wird mit seinen Vasallen, ist das echt schon... Ist schon arschig auf einem anderen Level. Oh, das war's, oder wie? Ach, da kommt hier der Gavin. Yay, lange nicht gesehen. Und verrecke. Ach, halt der viel aus. Ist doch nicht wahr. Und da kommen sie gleich zu dritt oder zu viert oder sowas. Das wird gleich sowas von in Hose gehen. Sehe ich schon kommen. Ja genau, hau da einen Flächeneffekt raus. Immer gut. Dann geh mir nicht auf unsere Nerven. Geh jemand anderem auf die Nerven, aber nicht mir. Genau, zieht euch alle zurück, lasst mich hier alleine. Damit wenigstens einer sterben kann hier. So, und weg hier. Einfach weil ich es kann, weil ich es muss und so weiter. So. Bleiben wir mal kurz im Gebüsch hier. Dann, die kommen jetzt so langsam wieder. Sind da auch rechts die Feinde? Dann gehen wir doch mal nach da rechts hin, weil da einer den markiert hat. Ein Verbündeter
Ja, jetzt verziehen sie sich. Oh, aber hier ist noch der Turm da und wann haben die denn das gemacht? Alter, verrecke da hinten. So, und schön Schaden drauf. Und nochmal. Ja. Sehr schön. Aber ich habe wenigstens unterstützt. Yay, yeah, ein Inhibitor habe ich zerstört. Ja, das war ein Inhibitor. Aber ach, lass mich doch in Ruhe hier. So, dann geht er down. Und ich bekomme Schaden. Ihr schafft das, ne? Das finde ich gut. Helf euch hier mal kurz. Und dann verziehe ich mich. Ja, da ist ja noch ein Turm. Ist natürlich schlecht. Immer weiter. Ihr macht das gut. Ist fast down. Fast down. Das schaffen sie noch nicht. Aber mit dem nächsten Angriff schaffen wir es. Ja, nochmal das hier. Bisschen schneller angreifen und so. Ist nicht verkehrt. Gehen dann kurz da rein. So, hier so ungefähr. Damit ich dann dort auf die anderen warte. Da ist auch einer. Ach, wir sind ja hier reingekommen. Ihr Schweine. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, es ist. Wie schnell können die bitte schon sein? Okay, aber die haben nur einen Turm von uns down und deren Base ist schon fast richtig down. Pyro Lullabim macht das da schon ordentlich. Sie geht einfach nur drauf. Und sie hat's geschafft. Oder er. Sehr schön. Sehr schön. Da konnten wir jetzt das vorerst letzte Let's Loop zu League of Legends erfolgreich abschließen. Und ja, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs immer mit dabei sein und kommentieren und so weiter. Und ja, vielleicht gefällt euch dann ja später dann das Let's Play zu Dota 2 auch ein bisschen. Und ihr schaut zumindest mal rein oder sonstiges. Und ja, ich verabschiede mich jetzt von League of Legends fürs Erste. Irgendwann werde ich da bestimmt mal wieder reinschauen. Aber jetzt erstmal nicht mehr. Gut, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.